Die Achterbahn, ja, die rollt ja natürlich weiter. Hey Frankie, hey Frankie, Frankie begrüßt euch alle auch zurück. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Mhm. Ja, drückt mal einen Daumen hoch in den Chat, wenn ihr heute frei habt. Ist ja Christi Himmelfahrtstag heute. Ist ja ein roter Tag. Ja, Daumen hoch dafür. Daumen hoch. Vor allen Dingen ein Geschenk, wenn ihr einem Vater schon mal was geschenkt habt. Ich brauche ein bisschen Inspiration. Mein Vater wurde übrigens irgendwie, ich glaube, ein paar Tage her, 65. Ich brauche hier ein paar Tipps im Chat. Ah, kann ich mir vorstellen. Bier? Ja, Bier ist immer gut. Pushvater? Super, das wollen wir wissen. Schön. Yes. Schön. Bier? Immer Bier. Ja. Ehrlich. Ja, wir sind gut drauf, das freut mich. Schön, 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 dass so viele auch dabei sind. Yes. Tower Technik GmbH. Genau. Tower Technik. Ja, ich versuch mein Bestes. Kann heute schwierig werden, so viel sage ich mal. So viel wir kriegen es aber ohne Problem sowieso hin. Ja. Genau. Oh, oh, oh. Also, ja, ganz gleich geht's los, Leute. Ganz Escape Room Event, das ist eine gute Idee. Oh, stimmt. Das ist wirklich eine gute Idee. Stimmt. Aber wir sagen herzlich willkommen zurück zu der zweite Wende mit der Achterbahn. Mein Name, ich bin natürlich Winston Penskin. Ich bin der Host und Moderator für diese Sendung. Und an der Technik, ja, der Jan sitzt endlich mal wieder vor der Technik. Hallo. Also, es kann ja nicht besser werden, wieso? Wir haben ja, ihr kennt das Konzept, 8 Fragen für euch vorbereitet. Wir haben ja diese Woche noch die Achterbahn. Das bedeutet 8 Fragen um 11:45, 12:45 und 19:45. Da könnt ihr massenhaft mit Rettungsringe und Coins gewinnen. Das haben wir montags bis donnerstags und freitags. Machen es nur zweimal um 11:45 und um 14:45. Ja, da haben wir so ein kleines After-Work-Quiz, um das Wochenende ein bisschen reinzufeiern. Mhm. Wir haben natürlich auch unsere großen normalen Quizze um 19:45. Heute, da haben wir einen Vatertags-Spezialquiz für euch vorbereitet, genau. Mit ganze 200 Euros im genau. Preisbot. Da könnt ihr richtiges Geld gewinnen. Richtig. Das wollt ihr nicht verpassen, so stellt euren Wecker. 19:45 heute Abend. Das wird richtig super. Mhm. Wir haben natürlich auch einen Preisbot dabei bei dieser Sendung und der liegt bei ganze, oh. Das sind 500 Rettungsringe. Das eigentlich. Sollen 500 Rettungsringe sein? Ja, was soll ich machen? Ich kriege das noch nicht ganz hin. Verzeiht es mir, mein Lieben. Kein Problem. Mir. Die Coins, die kommen später bei der 6:45 Sendung. Bei dieser Sendung sind 500 Rettungsringe dabei. Genau. Und auch gerne bei Instagram. Da gibt es tonnenweise mit Tipps, Tricks, Backstage und natürlich auch massenhaft mit Infos. Und Herzchen. Und ganz viele Herzchen. Genau. Wo ist Frankie? Frankie liegt hier auf dem Boden und kaut seine eigene Pfote gerade. Irgendwas isst er immer. Irgendwas muss er immer knabbern. Sehr gut. Gut, ganz gleich geht's los, meine Freunde. Ganz gleich. Ganz Konzentration. Gleich. Wie viele Fragen? Wir haben 8 Fragen für euch vorbereitet und bis Frage 4 könnt ihr bei dieser Sendung den Rettungsring anwenden. Aber wir legen los. Frage Nummer 1, die kommt hier. Welcher Monat folgt auf den Mai? Ist das Januar oder ist das Juni? Wir fangen ja wie immer sehr easy an, aber die Fragen werden schwieriger und schwieriger durch den Lauf des Quiz und Frage Nummer 8 ist dann normalerweise am schwierigsten. Aber ja, ihr wisst das ja natürlich, nach dem Mai kommt natürlich der Juni und apropos, nächste Woche am Dienstag ist ja der letzte Mai und da haben wir einen riesigen Monatsfinale für euch vorbereitet. Da haben wir den größten Preispot von dem ganzen Monat mit ganz, ganz, ganz viele Euros zu verteilen. Das wollt ihr wirklich nicht verpassen. Richtige Antwort ist natürlich Juni. Wie viele wussten das? 4.351 Leute. Sensationell. Super. So mit 4.351 Leute gehen wir dann weiter in die Frage Nummer 2. Genau. Hier kommt ein kleines Sprichwort für euch. Gucken, ob ihr das könnt. Ja, es wird wirklich spannend. Frage 2 kommt hier. Beendet das Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall, Abend, Essen oder Gewitter. Mhm. Viele sagen Abend, naja. Das ist übrigens auch ein Titel von einem Buch, geschrieben von Angelika Friedmann, so ein kleiner Fun Fact. Aber ja, das Sprichwort lautet natürlich, Hochmut kommt vor dem Fall. 4.290 Personen wussten das. Schön, dass so viele von euch dabei seid. Und wir gehen weiter mit der Frage Nummer 3, haben einen kleinen Warm-up. Hier Samstag, weil am Samstag um 14:30 Uhr... Das können wir kurz zeigen, finde ich. Ja. Das müssen wir kurz Samstag zeigen. 14:30 Uhr, da haben wir ein riesiges Champions League Quiz für euch vorbereitet. Das wollt ihr wirklich nicht verpassen. Ist es so das Finale für Champions League am Samstag? Genau, richtig. Und ein riesen Jackpot wartet auf euch. Also der größte Jackpot der Woche. Aber Frage Nummer 3, die kommt hier. Wie heißt die höchste englische Fußballliga? Ist das Serie A, La Liga, League 1 oder Premier League?
Ja, PSG gewinnt, schreibt jemand. Werden wir sehen. Werden wir sehen am Samstag. PSG oder Liverpool? Serie A. Ja, ist die höchste Liga von Italien. La Liga. Höchste Liga von, Liga von Spanien. Ligue 1 ist die Liga von Frankreich. Also Premier League ist hier die richtige Antwort. Ist die Liga von England und Wales übrigens auch. 4046 Personen wussten das. Ding mit uns in die Frage Nummer 4. Die letzte Frage, wo ihr den Rettungsring bei diesem Quiz nützen könnt. Und die Frage 4, haben wir eine kleine Geografiefrage für euch. Frage kommt hier. In welchem Land ist Kathmandu die Hauptstadt? Ist das in Bhutan, Bangladesch, Nepal oder Indien? Wow. Kannst du uns mal die ganzen Hauptstädte nennen von allen Ländern? Ich kann es versuchen. Bhutan, da ist die Hauptstadt Thimphu. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Ja. In Bangladesch ist die Hauptstadt Dhaka. Und in Indien, ja, da ist natürlich die Hauptstadt Neu-Delhi. Also, bleibt nur eine Alternative übrig. Nepal, da haben wir 1500 verloren. Die meisten an Bhutan und Bangladesch. Aber ihr könnt den Rettungsring nutzen. Ihr könnt noch den Rettungsring nutzen. Vielleicht könnt ihr den sogar zurückgewinnen am Ende von Quiz, wenn ihr die letzten 4 Fragen noch korrekt beantwortet. Frage Nummer 5 kommt hier. Welche Währung hatte Portugal vor 2002? War das Gulden, Lira, Peseten oder Escudos? Einen davon habe ich oft benutzt. Und zwar, weil wenn ich in Holland war, da habe ich mit Gulden bezahlt. Okay. Ja, ich fahre ja innerhalb von ungefähr einem Monat in die Türkei. Da werde ich den Lira benutzen. Die Peseten, ja, die hat man früher in Spanien benutzt. Das lässt nur noch eine Alternative übrig. Escudos ist es natürlich. 2102 wussten das. 453 haben bei der letzten Frage Rettungsringe eingesetzt. Clever. Das wollen wir sehen. Weiter geht's mit Frage Nummer 6. Frage kommt hier. Welche Farbe ist oben bei der polnischen Flagge? Ist das rot oder weiß? Okay, jetzt muss man ein bisschen nachdenken, ne? Lira, Italien, das stimmt. Lira war ja die Währung von Italien vor den Euro. Das stimmt, das stimmt. Also, die Flagge von Polen, die ist ja rot und weiß. Ist die offizielle Flagge seit 1807. Ja, wie gesagt, 2 Farben. Und wir zeigen mal kurz die Flagge. Hier haben wir die weiß und rot. Weiß ist oben, deshalb ist weiß hier die richtige Antwort. Das wussten wie viele? Da haben wir 915 verloren. Fast 1126. Fastenpfosten raus. Eieiei. Aber 1100 gehen mit uns weiter. Ja, Frage Nummer 7. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Die vorletzte Frage. Frage 7 kommt hier. Wie hieß der erste James Bond Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle? Müssen wir die Frage auch starten kurz. Oh, so. So, wie hieß der erste James Bond Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle? War das Casino Royale, ein Quantum Trost, die Welt ist nicht genug oder stirb an einem anderen Tag? Sorry dafür, ich habe mich hier... Kein Problem, da habt ihr ein bisschen extra Zeit, ja, Denkzeit bekommen. Genau. Der Film kommt ja aus 2006. Da haben wir, wie gesagt, Daniel Craig in der Hauptrolle. Aber in dem Film finden wir auch Eva Green und ja, der Däne Mads Mikkelsen. Das war natürlich Casino Royale. Das wussten 746 Personen. Und die gehen mit uns in die letzte Frage von dieser Sendung. Frage Nummer 8. Noch nie James Bond gesehen? Ich kann die Filme wirklich empfehlen. Letzte Frage, Frage 8 kommt hier. Aufgepasst. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland? Ist es 71 Jahre, 76 Jahre, 81 Jahre oder 86 Jahre? Bestimmt 76 insgesamt. Oh, der Chat schreibt direkt 71, ganz viele. Viele verschiedene, okay. Ich kann mal einen kleinen Tipp geben. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist insgesamt 710.000 Stunden. So, wer das schnell berechnen kann, der weiß es. 81 Jahre ist die richtige Antwort. Das wussten 366 Personen. Herzlichen Glückwunsch an euch. Wir klicken mal. Jeder Gewinner bekommt 2 Rettungsringe. Und wir schauen mal nach, wer alles so gewonnen hat. Wen haben wir denn hier? Wir haben... Fieser Bacillus, Manu 1702, Zockerlilly, wir haben Arue, Libi, Carmen... Balloon 65, Robert Null, Paradise Lost 2012 und Jasmine Yes. Herzlichen Glückwunsch an euch und an alle anderen. Ja, der Tag ist ja noch nicht vorbei. Um 7:15, da haben wir noch eine Wende mit der Achterbahn und um 7:45 ein Fragenmix mit ein paar Vatertagsfragen. Das wollt ihr nicht verpassen. 200 Euro übrigens bei der 7:15 Sendung. Vielen Dank für diese Sendung. Wir sehen uns später. Mach's Ciao. Gut. Ciao.
Ist die rote Farbe oben oder unten? Das ist natürlich auch eine Frage, da musst du dich wirklich drauf konzentrieren. Also, ja gut, da war ich anscheinend ja nicht der Einzige, der dort etwas irritiert war. Ja gut, schade. Bin ich mal wieder raus. Und dann würde ich sagen, bis 7:45 heute. Zur nächsten Runde dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.